Ja, hallo, ich bin Julian von techhive.de und hier haben wir für mich erstmal ein ziemlich neues Gerät, nämlich das neue Samsung Chromebook. Das Samsung Chromebook kommt, glaube ich, bald in den Handel. Es hat ein 11,6 Zoll Display und eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel und kommt zu einem ziemlich guten Preis von 299 Euro mit WLAN und 349 Euro mit UMTS auf den Markt. Ja, 16 GB Speicherplatz integriert, Bluetooth 4.0, USB 3.0. Und wie gesagt, natürlich auch WLAN. Es gibt einen 2-Zellen-Akku, der bis zu 7 Stunden hält und einen Exynos ARM-Prozessor, der gleiche, der auch im Nexus 10 übrigens steckt. Ja, wie gesagt, das Besondere an dem Gerät ist, dass man hier ein Chrome OS von Google drauf hat, sodass man ja eigentlich immer im Internet arbeiten muss und eben kein handelsübliches Windows hier am Start hat. Dennoch kommt HDMI und so weiter alles hier zum Einsatz und auch ein SD-Karten-Slot, sodass man eigentlich das Internet und die ganzen Chrome-Apps ziemlich gut nutzen kann. Ja, wir werden uns mal einfach kurz das Gerät auspacken. Sollte eigentlich schon ziemlich in Ordnung sein, gerade für mobile Anwendungen. Das hier schon geöffnet. Die Verpackung. Wir haben hier einmal einen Kunststoff, den wir nicht brauchen. Einmal eine Garantieanleitung. Hier in der Mitte haben wir natürlich das Gerät. Hier ein Stromadapter, der wie viel Watt hat. Ich erzähle es euch gleich. Nämlich genau, einen Moment. Nein, ich erkenne jetzt gerade nicht, wie viel Watt hier zum Einsatz kommen. Nichtsdestotrotz, hier haben wir das Chromebook. Schauen wir uns gleich an. Und hier nicht mehr viel. Das heißt, wir legen die Verpackung weg und konzentrieren uns jetzt voll auf das Chromebook, das ihr hier findet. Ja, ich richte mal kurz die Kamera neu aus, damit ihr das Chromebook auch in voller Pracht sehen könnt. Ja, wir packen es mal aus. So, und hier haben wir das gute Stück. Also wie gesagt, ziemlich ja, leicht, also nicht wirklich schwer. Es wiegt natürlich doch einige Gramm und jetzt spinnt gerade die Kamera. Einen Moment, ich schalte mal kurz hier auf manuellen Fokus um, denn das ist natürlich nicht so wirklich optimal, wie das hier läuft. So, jetzt, also wie gesagt, hier haben wir das Chromebook. Wir werden mal kurz schauen, was es hier für Anschlüsse gibt. Nämlich einmal hier oben USB 3.0, wie wir das sehen, daneben noch ein USB 2.0 Anschluss und ein vollwertiger HDMI Anschluss. Das heißt, man kann ja auch eben das Ganze mit einem Fernseher verbinden. Wir haben hier rechts den Stromstecker und hier noch einen vollwertigen, das ist der SIM-Slot. Sorry, das ist also ein normaler SIM-Slot, der hier zum Einsatz kommt. So, jetzt sieht man das auch also kein Micro-SIM-Anschluss. Seitlich haben wir dann, wie gesagt, den Kopfhöreranschluss und Mikrofon kombiniert. Hier dann den SD-Karten-Slot, den man hier eben so reinfahren kann. Das ist normale SD und kein Micro-SD. Und hier vorne eben haben wir nicht viel außer die Klappe, wo man das Gerät öffnet. Ja, apropos öffnen, wir öffnen das mal kurz und ihr seht schon, es geht sogar direkt an. Und es fährt wohl auch schon hoch. Wir sehen das Chrome-Logo hier jetzt und schon ist das Gerät an. Wir haben hier eine schöne Tastatur, mit der man wirklich, denke ich mal, einfach schreiben und Eingaben machen kann. Wir haben oben noch Kurztasten, wie zum Beispiel ein Reload für den Browser. Einmal Vollbild, hier vermutlich das Browserfenster wechseln. Helligkeit können wir hier auch regeln. Und hier oben noch ein Regler für die Lautstärke. Noch eine Webcam, wie viel Megapixel die hat, müsste ich lügen, weiß jetzt gerade leider nicht. Aber wie gesagt, wenn man das Teil kauft, hat man 60 GB Speicherplatz integriert und bekommt noch 25 GB Google Cloud Drive hinzu, also Google Drive, sodass man auch online seine Daten eigentlich ziemlich gut speichern kann. Ja, wir sehen hier, das Design ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Hier steht hinten das ein wenig so raus, da ist der Scharnier angebracht. Aber wie gesagt, das Gerät ist wirklich ziemlich leicht und sollte eben für Text und Online-Dinge ziemlich gut geeignet sein. Ja, wir werden uns einfach mal das Gerät in den nächsten Tagen anschauen und mal schauen, was das Gerät so drauf hat und euch dann natürlich auch davon berichten. Vor allem vom Chrome OS natürlich, bin ich sehr gespannt, denn ich habe nutze zum ersten Mal dann das Chrome OS, was ja eigentlich nur ein Chrome-Browser sein soll, mit den entsprechenden Apps, die Chrome liefert, sodass man eben hier nur
Web arbeitet, aber hier gibt es erfreulicherweise auch einen Offline-Modus. Das war im ersten Chrome OS anscheinend nicht so. Das ist jetzt hier eingebaut, das heißt, man kann auch mal ohne WLAN arbeiten oder ohne Internet. Vielen Dank fürs Zuschauen bei techhive.de mit dem neuen Samsung Chromebook, das bald für 300 Euro in der WLAN-Version und für 350 Euro mit UMTS in den Handel kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!